Ken Gribble und Timothy Leduc ja so schwer stürzten in der Kür, als sie Zweite nach dem Kurzprogramm waren. Ashley Kane fiel ihr auf den Kopf, aber mittlerweile ist sie schon längst wieder aus dem Krankenhaus entlassen und alles soweit in Ordnung. Kazuki Tomono, der Sechste der Herrenkonkurrenz aus Japan. Sein Titel heißt Bills von Lunch Money Lewis. Ich denke mal, er ist bereit zur Abreise zurück in die Heimat. Erinnern, dass schon einmal mit dem Reisekoffer Eis gelaufen ist. Aber gut, macht das. Herrlich! Was für ein Komiker auf dem Eis, das hätte ich mir so überhaupt nicht zugetraut. Kazuki Tomono aus Japan, 23 Jahre alt, der Sechstplatzierte in der Herrenkonkurrenz, der hier als Ersatz hergekommen ist, weil Superstar Yuzuru Hanyu ja die Weltmeisterschaft abgesagt hat wegen einer Verletzung. Shoma Uno wurde Weltmeister, den sehen wir im zweiten Teil. Yuma Kageyama, natürlich der Silbermedaillengewinner von Peking, auch mit dabei. Und dann wurde Kazuki Tomono für diese Weltmeisterschaften nominiert, nachdem er Fünfter bei den japanischen Meisterschaften war. Fünfter bei der Weltmeisterschaft vor einigen Jahren, 2018 glaube ich war es. Eine durchwachsene Herrenkonkurrenz war es.